Ja, perfekt. Das sieht doch mal ganz gut aus. Ich werde sogar ausnahmsweise mal ins Video quatschen. Ist ja sonst nicht meine Art, aber um es nochmal zu erklären, wie das Ganze so vonstatten gegangen ist. Also, ich stehe heute Morgen sogar mal früh auf. Eigentlich gar nicht so meine Art. Guck nochmal ins Hobbyzimmer rein und sehe nur so, oh scheiße. Auf dem ganzen Ikea-Regal krabbeln die Lasius-Nieger rum. Hatte auch nicht wirklich Zeit, habe alle anderen Becken, die in der Nähe waren, nur runtergenommen, weggestellt, andere Ecke des Zimmers, Talkumrand erneuert bei den Becken. Und ja, musste zum Arzttermin, hilft da alles nichts. Dann kurz klar Schiff gemacht und dann das gesehen. Ja, ihr seht selber. Im Nest ist die Ruhe selber. Man sieht jetzt noch da hinten eine Lasius-Niger, wie sie an der Larve ein bisschen rumzieht. Also die beteiligen sich auch an Putzaktionen. Larven werden auch geputzt, bewegt. Ja, ich brauche dazu eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Also ihr seht selber, das ganze Nest an sich ist friedlich. Das ist natürlich auch nicht ohne Verluste vonstatten gegangen. Ich will das jetzt auch gar nicht als irgendwie Option anpreisen. Hier, ihr könnt jetzt alle möglichen Arten zusammenschmeißen. Das funktioniert definitiv nicht. Das ist auch nur ein, ja, keine Ahnung, super seltener Zufall, dass das jetzt gerade mal irgendwie scheinbar geklappt hat. Ist natürlich auch nicht sicher, dass das stabil über Zeit ist. Kann natürlich sein, dass, ja, keine Ahnung, in ein paar Tagen die Lasius-Niger doch denken, okay, wir machen jetzt hier eine eigene Untergruppe auf und fangen jetzt doch an, die Mimika zu bekämpfen. Aber in der Konstellation jetzt erstmal ist das scheinbar stabil. So, mal gucken, was ich damit mache, aber ich werde die wahrscheinlich sogar erstmal so lassen. Man sieht jetzt am Anfang, sieht man zum Beispiel auch, ich mal gucken, den Finger, ach, den lasse ich gleich weg. Wenn ihr genau guckt, seht ihr zum Beispiel auch eine tote Mimika da liegen. Als ich heute Morgen quasi nur kurz geguckt hatte, konnte man es auch sehen. Da waren schon einige, also ich will jetzt nicht sagen Kämpfe, aber vielleicht kennt ihr das ja von den Lasius-Niger, die zucken dann immer so. Wenn sie einen Gegner quasi erkennen, und dann wird er immer ein bisschen angezuckt. Das ist so quasi die erste Stufe. Das konnte man schon sehen. Und wenn ich die Arena jetzt, warte mal, ich guck mal, ob ich die Arena jetzt mal in die Kamera reinkriege. Da liegen schon ein paar Tote rum. Na, also das ging jetzt nicht. Nicht komplett kriege ich das jetzt. Mal gucken, ob ich hier so... Da liegt zum Beispiel auch noch eine Tote. Aber auch in der Arena direkt, die Kampfhandlungen an sich sind komplett eingestellt. Es laufen halt Mimika und Lasius hier rum, ohne sich zu bekriegen. Aber wie gesagt, das Ganze mit Verlusten soll keine Anleitung sein, keine Anweisung sein, dass es funktioniert. Ich war jetzt halt selber nur so überrascht, weil ich halt schon oft gehört habe, dass gerade Lasius-Niger sehr territorial ist. Und wenn die ausbrechen, die räumen halt auf. Und das haben sie bei meinen Lasius Flavus auch gemacht. Da habe ich ein freies Becken. Nehme ich euch mal kurz mit. Die Auflösung wird... Oh Gott, das wird... Oh, das wird nicht scharf. Egal. So, hier oben ist so ein großes... Großes... Ach, vergesst es. Ist auf jeden Fall ein großes Freilandbecken. Da sind sie halt direkt rein. Und haben da gewütet. Da konnt ihr auch sehen, wie sie einiges an Flavus rausgezogen haben und abtransportiert haben. Das konnten sie bei den Becken oben natürlich auch leicht machen, weil ich habe bei den Flavus nicht mal groß Ausbruchschutz oben dran gemacht, weil ich weiß, dass sie eh nicht klettern. Bei den Myrmika sind sie allerdings in dieses kleine Becken rein und sind auch nicht wieder rausgekommen. Das war wahrscheinlich so, dass sie, ja, ist natürlich jetzt menschliche Denkweise, ne, aber dass sie irgendwann gesagt haben, ach du Scheiße, wir sind abgetrennt von unserem Nest, wir kommen nicht mehr zurück ins Nest, ja, da ist ein Nest, ja, sind jetzt nicht unsere, aber ja, es ist das einzige Nest, was irgendwie noch zur Verfügung steht. Und ich kenne es ja bei den Bienen, das ist ganz interessant, die betteln sich dann halt auch, wenn sie noch so ein bisschen Futter im Sozialmagen haben, nehmen sie das und versuchen das dann halt an die Eingangswachen zu verfüttern, in der Hoffnung, dass die dann halt reinlassen und nicht angreifen. Und das scheint hier ein paar Lasius-Niger geklappt, oder das scheint halt ein paar hinten gekriegt zu haben, wenn sie es überhaupt so machen. Das ist natürlich jetzt wieder alles reine Vermutung. So, ja, weiß nicht, was soll ich euch noch... Ich glaube, das Wichtigste habe ich so runtergelabert. Gesehen habt ihr jetzt auch. Königinnen sind da auch noch unterwegs. Ihr seht jetzt zum Beispiel eine gerade nach rechts laufen und direkt über ihr ist auch noch eine. Ich glaube, da waren... Muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wie viele Königinnen da im Nest sind. Ich meine vier. Zwei müssen noch an der Watte sein, da in dem kleinen Pulk. Ja, ihr seht, das ist absolut... Also, man sieht zum Beispiel, da ist eine Lasius-Niger, die jetzt gerade so ein bisschen mit aufgesperrten Mandibeln Richtung Licht droht.
Das ist jetzt natürlich, das Ding hat normalerweise hat diese gute Filterfolie. Das heißt, die sind natürlich jetzt auch ein bisschen fickrig, weil ich das Nest zugemacht habe, die rausgenommen habe, den Lichtschutz entfernt habe. Sind sie jetzt, aber ihr seht, die greifen sich nicht gegenseitig an. Das Nest an sich ist friedlich. Sind zwar alle so ein bisschen jetzt nach Norden, sage ich mal, ein bisschen aufgeregt, weil da kommt das Licht her. Aber das machen wir jetzt wieder dunkel. Ich denke mal, jetzt habe ich es auch genug gestört. Ja, bin